Wir wollen ja zurück in die Karawanserei. Da sind wir ja drin gewesen, da sind wir rausgegangen. Sind wir drin gewesen, da sind wir gestorben. Und dahin wollen wir jetzt wieder zurück. So, genau, durch das Tor, da sind wir da zurückgekommen. Und wir gehen wieder den gleichen Weg rein, den wir schon genommen haben. Oder? Ja, finde ich eine gute Idee. Dann gehen wir zum dritten Mal jetzt hier durch. Die Leiche ist auch immer noch da, ja. So, und wir wollten für Ablenkung sorgen, ne? Was wollte der hier nochmal? Uns wurde regelmäßige und lohnende Arbeit versprochen. Stattdessen müssen wir in der Wüste schuften. Wir wurden betrogen. Sag mir, was ich tun kann. Der Mann, der uns brachte, hat eine Besitzurkunde, die uns an Mes'ud bindet. Falls er noch nicht... Wenn ich diese Männer von ihrer Pflicht befreie, bekommt El-Hul bald mit, dass sich seine Arbeitskräfte verflüchtigt haben. Hat man letztes Mal auch schon. Und dann wurde ich irgendwo entdeckt. Weil ich mir eigentlich hier durch die Menge bewegt hätte, ne? Was? Wo ist denn sie? Irgendjemand hätte mich jetzt... Moment, der da? Der da drüben. Ja, wie machen wir denn das? Mit dem Reden. Sei gegrüßt. Mit welcher Art Waren bist du unterwegs? Weißes Gold und Honig. Und du? Willst du handeln? Vielleicht später. Fürs Erste sehe ich mich nur um. Ich bin gleich weg. Da drin ist nur einer. Aber da ist auch ein Soldat mit drin, ne? Oder auch nicht. Da komme ich gar nicht hin. Moment. Habe ich entdeckt? Nö. Moment, das machen wir mal ganz kurz weg. Haben wir jetzt eine Tür offen? Von draußen. Ja, Moment. Okay, wir verkrümmen uns mal ganz kurz hier rüber. Das können wir einmal speichern. Weil die Tür, die würde ich jetzt ganz gerne behalten. Mhm. So, und dann gehen wir mal mit dem da quatschen. Hä? Irgendwas will mir der Controller gerade sagen, aber irgendwie. Keine Ahnung. Aber wahrscheinlich das, was da immer wieder aufpuppt. Ja, egal. Ich weiß es nicht genau. Was verzögert deine Abreise, Sadiq? Jemand namens Mes'ud hielt es für nötig, meine Waren zu begutachten. Also warte ich nun. Was glaubt er, wer er ist? Was hast du denn dabei? Ich frage nur, damit ich es für dich holen kann. Das würdest du tun? Es wäre mir ein großes Vergnügen, diesen Mann zu verärgern. Oh. Es geht um eine Kiste mit Seide und Gewürz. Bereite dein Kamel vor. Ich sehe, was ich tun kann. Wenn ich diesen Händler zum Gehen bewegen kann, könnte sein plötzlicher Aufbruch El-Hul herauslocken. So, wir haben jetzt unseren Weg hinein, ne? Verhaltet euch ruhig. Jetzt hat mich der natürlich sofort gesehen. Das gibt's doch nicht.
sieht sich immer zweimal. Ja? Das Feuer hat für Aufruhr gesorgt. Welches Feuer? Hey, was? Ja. So, du kommst mal mit. Wir gehen mal weiter. Hier ist nichts passiert. Einfach weitergehen. Genau, der sitzt dahin. Da ist nichts passiert. Kernherausforderung abgeschlossen. Levelaufstieg. Ja, okay. Das hier mich gerade gar nicht. Ich würde gerne rausfinden. Suche den Sklaventreiber und sprich mit ihm. Weitermachen. Das sind ja gleich die nächsten. Aber man muss hier so aufpassen. Was ist denn das? Bring den Karawanenvorsteher den beschlagnahmten Gegenstand. Okay. Was ist das? Ah, da wäre der Sklaventreiber. Okay. Da ist auch noch... Ah, okay. Zwei Sklaventreiber. Aber da drüben... hätten wir... Da unten drinne... Da wäre die Kiste, ne? Die Soldaten hin. Bin gar nicht hier. Oh, da oben sind ja auch noch welche. Ja, okay. Oh, also Schleichmission, ja. Friede sei auch mit dir. Auf jeden Fall. Kann ich dir etwas Obst oder Gemüse schmackhaft machen? Meine Granatäpfel sind reif und saftig. Damit willst du hier handeln. Lass mich darüber nachdenken. Hey, wieso ich die Händler hier vorgeschlagen bekommen, ist auch seltsam. Aber einer davon muss ja der Sklavenhändler sein, ne? Deswegen muss ich wahrscheinlich mit denen reden. Ich grüße dich, Reisender. Die Karawanserei ist heute reich an Waren. Hast du etwas Gutes anzubieten? Ich nehme nur Darahim. Und was ich verkaufe, ist keine Ware, Junge. Obwohl das wohl darauf ankommt, wen man fragt. Ich glaube, ich verstehe nicht ganz. Ich verkaufe Männer, Arbeiter. Aber die sind alle schon verkauft. Könnte ich dich umstimmen? Ich habe Geld und könnte derlei Männer gebrauchen. 15.000. Bitte was? Wir haben 198. Das ist doch absurd. Wer kann diesen Preis bezahlen? Diese Frage solltest du besser für dich behalten. Und jetzt geh weiter. Eine merkwürdige Sache. Möglicherweise gereicht mir das zum Vorteil. Wenn ich diese Arbeiter befreien will, muss ich die Urkunde stehlen. Ja, die Urkunde ist gerade weggelaufen, oder? Diese zwei Männer streiten sich laut, aber nicht laut genug. Wie könnte ich das steigern? Oh, nee, nee. Die Wachen, die, oh, das ist echt Mist.
Kommen die noch? Nee, glaub nicht. Naja, ich glaube, die suchen nicht mehr. Ich verstehe aber auch echt nicht, was ich machen soll. Verstehe Besitzurkunde. Ich weiß ja nicht. Moment, da kommt er gerade wieder, oder? Ich denke, es wird ein sehr, sehr schwieriger Taschendiebstahl. Also mit einem sehr, sehr kleinen Zeitfenster. Gib den Arbeitern die Besitzurkunde. Der steht da drüben, oder? Das ist der erste, mit dem wir überhaupt geredet haben. So, also das wird schon mal Unruhe stiften. Da komme ich nicht durch. Ich habe eurem Händler die Urkunde abgenommen. Ihr seid nicht länger gebunden. Geht. Die Arbeiter sind außer sich. Das wird El-Khul mitbekommen. Ich muss bereit sein. Das wird El-Khul nicht verborgen bleiben. Komm raus und sieh zu, Feigling. Er ist da. Da oben? Was siehst du, Sadiq? Ja, da? Da ist er. Das ist die Gelegenheit. Und entdeckt worden. Und in einer Sackgasse. Das ist ganz, ganz schlecht. Naja, jetzt bin ich entdeckt, oder? Schnell weg hier. Oh, ich muss doch noch irgendwie hoch. Da geht's ja hoch. Oh, das war knapp. Das ist gerade etwas zu knapp, aber alles. Boah. Gleich ist es vorbei. Was geht da draußen vor sich? Ja, cool. Jetzt muss ich nicht entkommen. Allah verfluche dich. Wende deinen Hass nach innen, Masud. Deine Bosheit war es, die dich hierher führte. Bosheit? Wem gegenüber? Den Unerleuchteten? Den Schwächlingen, die ihr Los selbst wählten? Es ist unser göttlicher Wille, über sie zu herrschen. Unsere Pflicht, ihren Beitrag einzufordern. Ihren Beitrag wozu? Zu dem, was sein könnte. Das Wissen darüber ist unter diesem Sand hier vergraben. Manches sollte auch dort bleiben.
Nein, 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 nein. Das sind Gaben. Dazu bestimmt, geborgen zu werden. Sie sprechen zu uns, wie du sehr wohl weißt. Was? Oh ja. Du magst ein Verborgener sein. Aber nicht nur. Ein Verborgener oder was anderes? Gut, wir wissen es ja ein bisschen aus Valhalla, ne? Aber wir spoilern ja nicht. Mal wieder der Djinn. Ich bin gespannt, was der Djinn eigentlich ist. Was er bedeutet. Das erschließt sich mir irgendwie noch nicht so ganz. Attentäterkonzentration. Wenn du dich nicht in einem Kampf befindest, kannst du mit R. Machen wir mal gucken, was R ist. Die Attentäterkonzentration auslösen, um eine perfekte Attentatsequenz auszuführen. Während die Attentäterkonzentration aktiv ist, kannst du... Ah, okay, so... Ah, R wäre die Taste R gewesen. Attentäterkonzentration aktiv ist, kannst du mit RB wählen, welche Gegner du angreifen willst und deine Wahl mit A bestätigen. Was im Film? Okay. Moment. Machen wir den. Dann machen wir den. Okay. Das war jetzt schon, na, nicht mehr ganz menschlich. Die kennen wir doch. Also die auch, aber die andere. Nihal? Nahil? Irgendwie so. Die hartnäckige Suche El-Huls auf Kosten menschlichen Lebens ist beendet. Dies ist ein Tag des Sieges, nicht nur für jene, denen seine Grausamkeit erspart bleibt, sondern auch für die Verborgenen. Der große Plan des Ordens in Bagdad mag weiterhin ein Rätsel sein, aber zumindest sind wir nun sicher, dass die Rolle El-Huls entfällt. Ich glaube, was er bergen wollte... waren mehr seltsame Objekte wie jenes, das ich aus dem Winterpalast geholt habe. Was will der Orden mit diesen Relikten der Vergangenheit? Und warum werden sie so streng bewacht? Du beginnst, die richtigen Fragen zu stellen, Basim. Wir werden die Antworten gemeinsam finden. In letzter Zeit habe ich nichts als Fragen. Wovon sprichst du? Egal. Vergiss, was ich gesagt habe. Wie soll ich dich anleiten, wenn du nicht offen sprichst? Ich hatte mit Albträumen zu kämpfen. Darin wurde ich von einem Djinn gequält, bis ich panisch und schweißgebadet erwachte. In aller Mut hatte ich ihn fast vergessen. Aber als ich El-Ghul tötete, spürte ich wieder seine Gegenwart. Und ich kann mich nur fragen, warum? Warum hier? Warum jetzt? Warum ich? Ein Meer an Fragen und keine Antworten. Ich wollte es dir sagen, aber... Du hattest Angst, ich würde dich für willensschwach halten. Wir sind nur so schwach, wie wir es uns selbst erlauben. Um eine Schwäche abzulegen, musst du das Nötige tun, um die Ursache des Schmerzes zu überwinden. Könnt aus einem Glückskeks stammen. Erlaubst du mir eine kurze Pause? Ich will eine alte Freundin aufsuchen. Nihal, ich erinnere mich. Sie ist dir wichtig, Nihal. Nicht wahr? Ja. Doch in unserem letzten Gespräch sagte ich ihr das Gegenteil. Und das verursacht Schmerz. Also los, heile diese Wunde.
Du findest mich im Bruderschaftshaus in Kharbia, wenn es geklärt ist. Ob das wirklich Nihal war? Ich habe keine Ahnung, wohin sie gegangen ist. Vielleicht nach Hause, nach El Anbar. 3 Fertigkeitspunkte. Und, wieso? Ah, jetzt darf ich mich hier bewegen. Aufträge. Neuer Auftrag für Bürger. Geh zum Bruderschaftshaus. Okay. Ja. Den haben wir hier. Suche zu Hause nach Nihal. Ah, halt. Ich wollte Fertigkeiten. Ja, wir haben wirklich 3 Punkte gekriegt. Das heißt, wir können uns direkt das Kettenattentat holen. Was wollen wir machen?